Die Bullen freuen sich, denn es geht erstmal wieder bergauf. Aber die Kuh ist noch lange nicht vom Eis, selbst wenn wir heute eine ziemlich saftige Rallye sehen und sehen könnten. Und das hängt zusammen mit zwei Personen gestern, vor allem Wladimir Putin, der gesagt hat, ja, also ich helfe euch da, eure Probleme in Sachen Energieversorgung in den Griff zu kriegen. Daraufhin die Energiepreise vom Natural Gas, also Erdgas, nach unten. Daraufhin die Inflationserwartungen nach unten. Daraufhin die Renditen nach unten. Daraufhin die Aktienmärkte nach oben, so könnte man das bezeichnen. Und dann kam noch etwas obendrauf, ein anderer Politiker, Mitch McConnell, der Führer der Demokraten, den Sie hier sehen, das ist Manchin von den US-Demokraten, aber es geht hier um Mitch McConnell, den Führer der Republikaner, der gesagt hat, ja, in Sachen Schuldenobergrenze, da bin ich bereit für einen Kompromiss, der dann vielleicht vorsehen könnte, dass wir die Dose weiter die Straße runterkicken. Kicking the can down the road bis zum Dezember, und all das hat die Märkte nochmal euphorisiert. Hurra, hat man sich gesagt, das ist doch eine tolle Nachricht. Die Amerikaner haben vorwiegend eben diese Schuldenobergrenze im Kopf, aber es spielt schon eine verdammt wichtige Rolle, was da am Energiemarkt vor sich geht. Das ist wahrscheinlich übergeordnet viel wichtiger als diese Schuldenobergrenze, die wahrscheinlich bei einem Theater dann doch irgendwann angehoben wird. Aber jetzt haben wir die Situation, dass das Ganze nicht ohne Drama abgehen wird. Also das, was die Märkte jetzt schon eingepreist haben, diese Anhebung, diese temporäre Anhebung der Schuldenobergrenze, das ist ein bisschen voreilig, denn es wird noch Drama kommen. So viel ist gewiss. Wir sehen hier einen Kommentar von Jim Bianco, der zeigt, die Zustimmungswerte von Joe Biden sind absolut im Keller, so wie auf dem Tiefpunkt von Donald Trump. Und das wird bedeuten, dass natürlich das Hickhack hier ganz, ganz heftig werden wird. Nicht nur in Sachen Infrastruktur, sondern auch in Sachen Schuldenobergrenze, in Sachen Jerome Powell als Fed-Chef. Also da wird es jetzt zur Sache gehen. Worum geht es jetzt? Wir müssen erstmal ermitteln, wenn es zu diesem Deal kommen sollte, müssen die Demokraten ausrechnen. Also wenn man jetzt bis zum 18. oder bis in den Dezember hinein die Schuldenobergrenze verlängern, wie viel Geld brauchen wir bis dahin, damit der Staat nicht pleite geht? Das muss also erstmal rausgefunden werden. Also muss jetzt ein X ermittelt werden aus einer mathematischen Gleichung. Schumer, der Führer der Demokraten, hat gesagt, also wir sind jetzt noch nicht so weit, man will heute versuchen, das Ganze in Sack und Tüten zu kriegen. Dazu braucht man aber 100 Senatoren von 100, um hier einen Vote dann durchführen zu können. Das ist ein bisschen viel. Graham, der eher bei den konservativen Demokraten zu Hause ist, hat gesagt, na, also ich werde das nicht unterstützen. Die Demokraten sollen schön ihren Reconciliation-Prozess durchführen, und genau das wollen die Demokraten nicht. Das haben sie ganz, ganz klar gesagt. Mithin handelt es sich also um ein trojanisches Pferd, könnte man sagen. Mitch McConnell bietet etwas sehr Schönes an, das aber dann relativ negative Konsequenzen für die US-Demokraten haben, die, wie gesagt, ja ohnehin unter Druck sind durch die abgestürzten Zustimmungswerte für den US-Präsidenten Biden. Also so einfach wird die Geschichte nicht, und ich bin alles andere als sicher, dass heute wirklich dieser Deal verkündet werden kann, den die Märkte gestern ja schon eingepreist haben. Hier haben wir also ein politisch fundamentales Aber. Jetzt schauen wir uns mal die Marktsituation an. Kolanovic von JP Morgan, sehr, sehr Einfluss, der sagt, also wisst ihr was, wir bleiben bullish, wir sind bullish, trotz Inflation, die kann ja was steigen. Wir haben, selbst dann, wenn Öl bis 130 oder 150 Dollar steigt, dann haben wir doch kein Problem. Das kann der Markt absorbieren, ebenso wie eine 10-jährige Anleiherendite, also steigende Zinsen von 2,5%. Hurra! Also da ist jemand sehr, sehr bullish. Jetzt schauen wir uns aber mal Fundstrat an, anderes Analysehaus, das sagt, ja, wir haben gestern das Biggest Reversal gesehen, also die größte Umkehr beim Aktienmarkt in den USA, beim S&P 500, da sind wir 1,3% schon im Minus gewesen und sind dann im Plus geschlossen. Aber hier heißt es unfortunately, also unglücklicherweise, dieser, solange der Abwärtstrend nicht gebrochen ist, und hier sieht man diesen Abwärtstrend im Chart, ist noch nichts gewonnen. Erst wenn hier wirklich dieser Abwärtstrend dann geknackt werden könnte, hätten wir weiter Luft nach oben. Und die Unterstützung bleibt jetzt bei 4216 bis 4244. Also noch ist die Kuh auch charttechnisch noch lange nicht vom Eis. Wir haben relevante gleitende Durchschnitte noch nicht erreicht. Gleichwohl sieht der Nasdaq jetzt erstmal gut aus. Der Nasdaq, der am stärksten gefallen war, die Tech-Werte,
Die könnten jetzt nochmal einen kräftigen Rebound erleben, möglicherweise. Wir sind jetzt 8,4% gefallen vom Top. Möglicherweise, dass wir da etwa nochmal die 50-Tages-Linie hier erreichen. Das wären dann 15.200 Punkte. Da hätten wir also um und bei 300 Pünktchen noch Luft, auch jetzt selbst bei den erhöhten Future-Kursen, die wir heute Morgen sehen. Also da ist schon noch was drin, aber wie weit geht die ganze Geschichte? Und da habe ich so meine Bedenken, denn wir sehen jetzt hier zum Beispiel die Erwähnungen von Inflation in den Earnings Calls. Die schießen durch die Decke und das wird uns dann noch mehr begleiten jetzt in der bald beginnenden US-Berichtssaison. Und wie Jesse Felder zeigt, sind die Aktienmärkte schon dabei, eine Art Earnings Recession einzupreisen. Also praktisch ein Rückgang der Gewinne und ein Rückgang der Gewinnerwartungen. All das ist derzeit schon der Fall. Dementsprechend stellt sich die Frage nach den Bewertungen der Aktienmärkte, gar keine Frage. Und wir haben dann eben diesen monetären Faktor. Mit der Frage Fed Tapering, ja, nein, morgen die US-Arbeitsmarktdaten dürften relativ gut ausfallen. Die Fed hat gesagt, Powell hat gesagt, wenn, also die nicht komplett enttäuschen, dann dürften wir auf der November-Sitzung dann verkünden, wie es mit dem Tapering, mit welchem Zeitplan es da losgeht. Jetzt schauen wir uns mal die Bilanzen der vier großen Notenbanken an. Das Bilanzwachstum verlangsamt sich deutlich. Es ist nach wie vor Wachstum, aber es verlangsamt sich deutlich. Und wenn das dann unter Null fällt, dann haben wir meistens eine sehr schwierige Periode für die Aktienmärkte. Noch ist das nicht der Fall, aber absehbar kann es der Fall sein, insbesondere dann, wenn die Inflation weiter anzieht. Wir haben jetzt gestern eben Beruhigung bekommen durch Wladimir, der mehr oder weniger gesagt hat, also wir können euch helfen in Sachen Energiekrise, wenn ihr hier unterschreibt in Sachen Nord Stream 2, gell? Da hat er praktisch mal hier zwei Sachen miteinander verknüpft. Wir haben nur die positive Botschaft gehört oder das, was wir hören wollten, respektive die Europäer. Aber sei es drum, jedenfalls, Ölpreis dann auch noch unter Druck, weil die Amerikaner gesagt haben, wir überlegen, ob wir unsere strategischen Reserven da teilweise freigeben. Das hat Druck gebracht. Allerdings auch in der EU überlegt man, was kann man tun. Da gibt es ja Initiativen hier durch einige Politiker, Italien vor allem, Mario Draghi etc. Die EU-Energiechefin hat gesagt, also das ist nicht so leicht. Die Frage ist viel komplexer, als ihr denkt. Und das wird jetzt kein Spaziergang. Und wenn wir uns mal den Preis für Erdgas anschauen, wir sind gestern deutlich gefallen, nachdem wir einen massiven Anstieg wieder gesehen haben. Aber wir sehen, wir sind nach wie vor sehr hoch. Wir sind also nur etwas weniger hoch jetzt in diesen Energiepreisen, als wir davor waren. Aber wir sind nach wie vor extrem hoch. Mithin also nach wie vor dieser Inflationsdruck da. Mithin sind also bis jetzt eben auch die eigentlichen Probleme, die zu diesem Abverkauf ist vielleicht zu viel gesagt, zu dieser Schwäche der Aktienmärkte geführt hat, nicht wirklich erledigt. Hier sehen wir mal, wie die Gaspreise nach oben sind, wie dann gleichzeitig die Elektrizitätspreise nach oben gestiegen sind. 500-600% über dem Durchschnitt der letzten Jahre, verfünffacht also, kann man sagen. Und jetzt unten sehen wir in dieser Grafik, dass die Amerikaner jetzt schon sehr fleißig ihr Flüssiggas exportieren. Also wahrscheinlich werden wir auch bereit sein, wenn die Not groß ist, dann auch extrem teures Flüssiggas aus den USA zu importieren. Die Bedeutung der Rohstoff- respektive der Energiekosten hier mal in einem Chart. Hier sehen wir diese hohen Energiepreise, die könnten das BIP deutlich nach unten drücken, sowohl in den USA als auch in der Eurozone. In der Eurozone allerdings wahrscheinlich noch mehr. Diese Energiepreise, die sind um und bei für 20% all dessen, haben sie eine Gewichtung all dessen, was mit dem BIP zusammenhängt, sind also wirklich ein großer, großer Faktor. Genau das ist das Problem. Abkühlung der Wirtschaft durch Lieferketten, Materialmangel, Sie kennen die Leier, plus eben dann diese Energiepreise. Das macht der ganze Geschichte so schwierig. Und jetzt entdeckt der Mainstream so langsam die Tatsache, dass eben der Strom vielleicht nicht aus der Steckdose kommt, dass es völlig selbstverständlich ist, dass die Regale gefüllt sind mit Lebensmitteln. Das ist ja sozusagen dieser Wohlstand, der uns die Illusion gegeben hat, es wäre alles immer und irgendwie da und jeder kann sich das auch problemlos leisten. Jetzt hier diese großartige Zeitung mit den vier Buchstaben, Bild heißt sie, glaube ich, hat jetzt getitelt, jetzt droht der Nudelschock an der Kasse. Ja, wir haben Hartweizenmangel. Barilla, die Marke, hatte schon lange gewarnt, dass das sehr schwierig wird.
Wer wirklich gute Nudeln, sehr gute italienische Nudeln will, essen will, der ist übrigens mit Barilla nicht allzu gut zu bedient, auch wenn die schon okay sind, da gibt es viel bessere. Gucken Sie mal im italienischen Großhandel, da gibt es ganz großartige Nudeln. Das ist praktisch Champions League im Vergleich zu Barilla. Das ist dann eher so zweite Liga, aber sei es drum. Jedenfalls, das kommt jetzt so in der Öffentlichkeit an, dieser inflationäre Druck. Die Lebensmittel werden teurer. Wir sehen, dass langsam die Kosten explodieren. Die Preislawine rollt immer weiter, titelt die Bild-Zeitung ja sagenhaft. Und wir sehen jetzt ganz frische Daten aus Deutschland. Produktionseinbruch, Industrieproduktion um 4% gefallen. Da war eigentlich ein viel, viel besserer Wert erwartet worden. Es lag nicht nur an der Pkw-Produktion, auch andere Bereiche, andere Branchen vom Materialmangel erfasst, ohne dass sich ein Ende der Probleme abzeichnet. Das ist genau der Punkt. Mithin, es zeichnet sich kein Ende der Probleme ab. Warum soll dann also die Rallye der Aktienmärkte weitergehen, wie zu der Zeit, als diese Probleme noch nicht so wichtig waren, respektive noch gar nicht im Bewusstsein war? Das ist mein Thema. Deswegen glaube ich, dass wir durchaus eine scharfe Rallye sehen können, aber die Kuh noch lange nicht vom Eis ist, die Schwierigkeiten nach wie vor da sind und wir noch durch sehr wilde Zeiten laufen werden in den nächsten Tagen und Wochen. Jetzt noch ein kurzer Abstecher in Sachen China. Hier haben jetzt hohe Berater von Xi Jinping und Trump, wollte ich schon sagen, Biden miteinander gesprochen. Also so der Versuch einer Deeskalation. Am Samstag wird Xi Jinping jetzt eine Rede halten angesichts der Revolution von 1911, das ist ja die sogenannte Xinhai-Revolution, wenn man so will. Das ist faktisch das Ende des Kaisertums in China. Sie kennen ja bestimmt den Film Der letzte Kaiser. Das ist im Grunde diese Ereignisse, die dann dazu geführt haben, dass 1912 diese Dynastie abgedankt hat, damit China sich hier komplett verändert hat, bevor es dann gute 30 Jahre später kommunistisch wurde. Aber das wird natürlich ein absoluter Hingucker. Was wird Xi Jinping da in Sachen Taiwan sagen? Da darf man sehr, sehr gespannt sein, was da kommen wird. Und noch gespannter, was dürfen Sie sein auf heute Abend, 18.30 Uhr, meine Damen und Herren. Da sprechen wir mit Rüdiger Born, der vieles zu China, zu Japan, zu den Märkten zu sagen hat, Charttechnik zu sagen hat. Wie geht's weiter? Was sagen uns eigentlich die Charts? Wir versuchen da so eine Brücke zu bilden zwischen Fundamentaldaten und auf der einen Seite und den Aussagen der Charts. Wie schaut es etwa in China aus mit den Aktienmärkten? Wie schaut es mit dem DAX aus? Wie schaut es mit den Tech-Werten aus? All das werden wir diskutieren. Und wie gesagt, in dieser Fusion zwischen fundamental und charttechnischen Dingen hochinteressant, hoffe ich für Sie, denn wir werden da mal wirklich das ganz große Big Picture entwerfen und das hoffentlich auch unterhaltsam. 18.30 Uhr heute im Rahmen von Boom und Bust. Aktienmärkte, Party vorbei oder kommen jetzt stürmische Zeiten? Das ist das Thema. Ich packe Ihnen den Link unter das Video. Wir sehen uns heute Abend nochmal vor Boom und Bust, meine Damen und Herren. Ich versuche so 18 Uhr circa das Marktgeflüster online zu stellen. Dann 18.30 Uhr Boom und Bust. Morgen ja keine Videoausblick und kein Marktgeflüster. Am Montag muss ich mal gucken. Da bin ich noch in Verhandlungen mit meiner Familie. Je nachdem, das kann ich noch nicht garantieren. Aber morgen auf gar keinen Fall. Am Montag vielleicht nicht. Wir werden sehen. Jetzt erstmal einen guten Start in den Tag. Ich sage Servus und Ciao.